Ich ging zu meiner Firma, die ich in 5 Minuten zu erreichen hatte. Und einige Leute hatten noch ihre Arbeit von dem Tag vorher. Aber da nun ein Feiertag war und einige fertig geworden waren, warteten sie auf neue Arbeit, die ich ihnen zuweisen konnte. Und ein Arbeitskollege stand und wartete förmlich auf mich, nicht um Arbeit zu haben, sondern sich zu erkundigen, wie geht es deiner Frau? Ich sagte zu ihm, sehr schlecht. Sag gleich in der Frühstückspause, will ich zum Arzt entweder anrufen oder persönlich hinfahren, das weiß ich noch nicht. Ich sage, ich musste heute abgeben ins Krankenhaus. Da sagt er zu mir, du, sagt er, ich habe eine Einladung bekommen. Gröning kommt heute nach Gofeld und ich gucke ihn an. Da sage ich, wie aus der Pistole geschossen, da gehe ich hin. Und da wusste ich auch, das war der Gedanke, der mir dann gegeben wurde. Ich kam nach Haus mittags, meine Frau saß so gekümmert am Herd, sagte, Vati, hast du alles mit dem Arzt klar? Ich sage, dahin brauchen wir nicht. Warum nicht, sagt sie. Ich sage, Gröning kommt heute nach Gofeld. Da erwidert sie zu mir, da gehe ich nicht hin. Ich aß, ich hatte nicht viel Zeit mittags und sage, bis nachher, du weißt ja. Meine Frau lag auf dem Sofa in der Nachmittagsstunde, so erklärte sie mir hinterher. Da hat sie eine Stimme gehört, die gesagt hat, geh dahin. Und als ich um 17:45 nach Hause kam, sagte meine Frau, du, Fadi, in der Zeitung steht aber doch nichts, dass Gröning kommt. Fahr doch mal hin, wie das überhaupt mit dem Vortrag ist. Ich habe mich auf das Rad gesetzt, hingefahren, kam zu dem Wirt und sagte zu der Wirtin, sag hör mal, ist hier heute Abend ein Vortrag von Gröning? Die guckt mich so an und sagt, einen Augenblick mal. War eine ehemalige Nachbarin von mir und holte mir dann den damaligen Gemeinschaftsleiter und der sagte zu mir, kommen Sie mal hierher, woher wissen Sie das? Wir haben doch alles so geheim gehalten. Ich erzählte Ihnen in groben Zügen, da die Uhr schon ziemlich vorgeschritten war, wo der Vortrag beginnen sollte. Dann habe ich ihm das so in groben Zügen erzählt, da sagte er, selbstverständlich, sagte der Herr Schomburg, Sie dürfen mit Ihrer Frau kommen. Ich wollte nur wissen, weil wir doch keine Propaganda machen, dass es doch nach außen gedrungen ist. Sonderbarerweise, liebe Freunde, war es, dass dieser Mann, der die Einladung bekommen hatte, der hatte die Einladung deswegen bekommen für jemand anders, wo auch wohl Hilfe gebraucht wurde, aber er selber nicht den Weg dazu fand, sondern er noch nicht bereit für diesen Zweck war. Musste aber doch die Nachricht haben, um es mir verkünden zu können. Da habe ich so oft schon beigesessen, wie doch die Wege, die Gott so gibt, so sonderbar kommen. Und er ist auch bis heute noch nicht in dem Vortrag gewesen. Obwohl ich mich schon mal oft mit Ihnen darüber unterhalten habe. Nicht aus Propaganda, sondern ich muss Ihnen immer sagen, sag Karl, du warst es, der mir den Weg gab. Du hast es die Einladung bekommen und ich ging für dich. Wir fuhren dann, und der sollte der Vortrag um 19 Uhr sein. Jetzt denke ich, wie nach Hause. Wie schaffst du das? War 7:20. Immer überlegt, gar nicht gedacht. Anrufen konnte ich nicht mehr. Na, denke noch, kam nach Hause, sag, komm und den Mantel an. Es ist wahr, 19 Uhr. Sie sprang mit auf, ich habe den Mantel angehoben. Geht's auf das Fahrrad. Sie konnte nicht sitzen, sie konnte nicht hängen, überhaupt, sie konnte überhaupt nicht auf das Fahrrad draufkommen. Es war wirklich starkes Strapazen. Aber ich habe es gemeistert und ich habe es auch hingekriegt, da wo unser jetziger Freund Bruno Gröning seinen Vortrag abhielt. Wie wir hinkamen, war es so ziemlich 7:15. Da sagt der Gemeinschaftsleiter, ich verstehe gar nicht, immer pünktlich ist er. Und heute kommt er nicht. Ist er noch nicht da, so sagt er. Und plötzlich kam ein Herr rein, gab einen Zettel ab und sagt, der Gemeinschaftsabend Beginn 19:30 Uhr. Somit waren wir ja noch pünktlich. 19:30 Uhr. Herr Gröning kam auch
Punkt 19.30 Uhr. Sehen doch das Bild heute, ich sah Herrn Gröning da das erste Mal. Wie er in die Tür reinkam, wir saßen gleich vorne, meine Frau neben mir, da hat mich das Gefühl, das war nun der Mann, wo ich mein Gebet gerichtet hatte zum Herrgott, wo wir die Hilfe fanden. Meine Frau, Herr Gröning erzählte im Allgemeinen einen Vortrag und frug uns dann auch mal, glauben Sie? Ich sag ja. Und Sie auch? Ja, sagt meine Frau. Und Herr Gröning erwidert dazu, ich auch. Und mit drei Mann im Bunde sollte da etwas schief gehen. Und in diesem Vortrag, ich kannte nichts von einer Regelung. Ich war überhaupt nicht aufgeklärt, wie es heute die Freunde haben durch die Gemeinschaften, weil ich doch so plötzlich da reingekommen bin. Da fing meine Frau an zu schnaufen. Ich wollte sie so ein bisschen unterstützen. Herr Gröning sagt, nein, lassen Sie es mal. Das muss jeder selber auskosten. Und da kam sie erst, wie der Vortrag dann zu Ende war, es war 12:30 Uhr, da haben wir noch ein bisschen gesessen, eine Weile. Da haben wir noch mit Herrn Gröning gesprochen. Sie konnte erst noch nicht raus. Herr Gröning schenkt ihr noch eine Kugel. Er sagte, die legen Sie dahin, wo der größte Schmerz ist. Und als wir dann das Lokal verlassen hatten, waren wir so circa 200 Meter entfernt. Da sagt meine Frau zu mir, Freddy, komm, lass mich mal los. Ich kann gehen. Kerzengerade sind wir nach Hause gegangen. Überrascht waren die Angehörigen, als wir wiederkamen. Denn es waren auch Skeptiker da. Wir waren seelenfroh, dass wir so weit erreicht hatten. Inzwischen, den anderen Tag, hatte ich mir dann die Broschüre besorgt. Dann habe ich erstmal von der Lehre Bruno Grönings erfahren. Und dann kam auch die sogenannte Regelungserscheinung, wo nun gearbeitet wurde an den ganzen Körper. Ja, wir haben dann in dieser Broschüre studiert und gelesen, nicht einmal, wir haben sie dem Öfteren durchgelesen. Und dann ging uns, wie man so sagt, das Licht auf. Wir sind ihm dann nachgefahren, sprach am im November in Herford, sind wir da auch hingefahren. Und es war kein Weg zu weit. Und dann konnten wir vor circa 3 Jahren, den Datum kann ich nicht genau sagen, die erste Weihnachtsfeier hier in Springe erleben. Vor 2 Jahren, ja. Die erste Weihnachtsfeier erleben. Wir sind auch dahin gefahren. Und die Regelung war noch sehr stark bei meiner Frau. Mit Tränen in den Augen sind wir dann auch zu Frau Meier gegangen. Da sagt Frau Meier, die Tränen haben wir alle mal verloren. Sie hat sich dann auch vor dem Vortrag noch da eingestellt und sind dann mit dem Auto zu Deisterfort raufgefahren. Was? Ja. Ja, muss ich ganz sagen. Und da haben wir die erste Weihnachtsfeier erlebt. Und da habe ich Herrn Gröning noch ganz anders erleben können, wie in den Vorträgen, die wir so hatten. Und gestern, auf der Weihnachtsfeier, wo wir so uns schon einmal drauf gefreut haben, ich muss sagen, wir haben gefiebert für diesen Tag. Es war für uns ein Tag der Besinnung, wie wir es gestern ja auch gehört haben. Und gerade zu diesen Festtagen. Wir haben sehr vieles mitgenommen, um unsere Freunde, die nicht dabei sein konnten, es ihnen zu erzählen und damit wir in unserem Kreise auch da die Wahrheit verkünden können für Menschen, die nicht persönlich daran teilnehmen konnten.